weiß nicht, wie viel einmal rumfahren jetzt natürlich kostet. Das kann ich natürlich jetzt was nicht zur sagen. Hölle? Aber es war schon cool. Ich glaube, es kostet 25 Euro pro Runde. Weiß ich jetzt nicht. War aber trotzdem, wie gesagt, recht cool. Kann man nur empfehlen für Leute, die das gerne mal selber mal erleben wollen und so. Guckt euch aber lieber drum, dass ihr einen guten, dass ihr vielleicht einen, ich weiß nicht, man kann ja auch mit normalen Fahrzeugen drauf, dass ihr da mal guckt, dass es jetzt nicht kein zu großes Fahrzeug ist, weil sonst habt ihr da in den Kurven natürlich, ist recht schwierig. Vielleicht einen kleinen Bulli oder mit einem normalen Auto oder keine Ahnung, muss man gucken. Ich weiß ja nicht, ob da jetzt selbst was angeboten wird von denen, aber an sich, oh, hier haben wir Eisen. Aber sonst ist es einfach empfehlenswert, muss ich sagen. Boah, Alter! Was ist los? Ich kotze jetzt ab, ey. What los? What's your problem? Ach, ich werde gerade immer hin und her geschmissen. Von wem? Ja, ich werde gerade immer hin und her geschmissen. Aus dem Never in den Never. What? What the fuck? Wenn du auf der Oberwelt bist, sag schnell Bescheid. Okay? Ja. Weil dann drücke ich schnell Enter, deswegen. So, bitteschön. Vielleicht habe ich dich da jetzt aus der Schleife rausgeholt. Ich sehe gerade gar nichts vom Internet, wieder leckt wie. Ich hör's. Nee, aber ich hab dich gerade aus dieser ja. In den Never, aus dem Never, in den Never. Nee, funktioniert. Noch da? Ja, ich war jetzt gerade noch nicht fertig mit dem Schreiben, weil ich wollte es dir erklären, während du gelaggt hast, deswegen. Nein, ich habe das schon mitbekommen, deswegen, ja, das war schon cool. Ich habe zwar jetzt damit einen Admin-Befehl benutzt, aber es ist die einzige Möglichkeit gewesen, bei deiner jetzigen gerade Problematikleitung das gerade nur zu machen. Sonst hättest du da für immer festgesteckt. Boah, ich hab liebend gerne Lust, was Bestimmtes kurz zu craften. Ich meine, für was anderes kann man den Scheiß sowieso nicht nutzen. Machen wir zwei daraus, genau. Kannst du dir denken, was ich craften will? Nein. Soll ich normal oder OP machen? Nein, OP haben wir noch nicht genügend davon. Um zu sehen, was ich gemacht habe, guck mal. Goldener Apfel. Ja, man kann auch OP-Äpfel machen, aber dafür musst du Goldblöcke nehmen. Okay. Willst du mal einen essen? Willst du mal sehen, was. Willst du einfach mal so. Willst du mal einen haben? Komm mal her, warte. Nee, ich kenne doch die Wirkung von Goldblöcken. Ja, aber du kriegst trotzdem mal einen, dann hast du einfach mal einen bei dir. Dann hab ich einfach mal einen bei mir. Hier, er kreist hier. Oder ich komme näher. Immer so mal einen bei sich behalten, würde ich sagen. Hast du ja schon im Inventar. Immer mal einen bei sich behalten und er frisst ihn gleich. Nein, das war ein Steak. Das wollte ich jetzt gerade eigentlich nochmal gemacht haben. Achso, genau, ich wollte mir nur Fackeln. Ich crafte mal was, weil wir haben jetzt eigentlich genug. Ist zwar recht teuer, was ich crafte, aber dann haben wir das schon mal. Hast du gerade einen guten Platz dafür, was ich gecraftet habe? Ach, Amboss. Wo packe ich das Teil hin? Wo packe ich das Teil hin? Ich glaube, ich renne noch mal gerade in die Mine runter und guck mal, ob ich noch Dia finde, damit wir mal langsam mal verzaubern können. Ja, wir brauchen ja nur noch ein Dia, oder?
Ja, dann lass uns mal kurz aber erstmal pennen gehen. Es ist nämlich nachts, damit du nicht mitten in der Nacht, wenn du jetzt zu einer Höhle gehst, erschlagen wirst. Okay? Wo hat man eigentlich Flint reingeschmissen? Sowohl in der Pflanzlich, glaube ich, wie auch in der Mob-Drop drin. Keine Ahnung. Kommst du jetzt mal ins Bett? Damit wir ja! Alter, Mann, ist kein D-Zug. Ich baue dir gleich dein Bett ab. Ich baue dir gleich deins ab! Ich frage mich immer noch, wofür wir dieses eine Bett da hinten eigentlich haben. Das hat bis heute keine Nutzung. Lass es mal stehen, weil in der Not können wir uns damit immer noch helfen, wenn es einer auf Wander schafft. Weißt du, dann können wir wenigstens uns damit aushelfen, so ein bisschen. Wie teuer wäre das, wenn ich das jetzt hier drauf machen würde? Natürlich! Ich guck gerade mal aus Jux mal kurz dieses Buch, was ich doch mal gefunden habe, was der Effizienz, Sharpness, Power und Protection hat. Effizienz ist nur für Werkzeuge, Sharpness ist nur für Schwert, Power ist nur für den Bogen und Protection ist nur für eine Rüstung. Sprich, wenn wir das verzaubern wollen, müssen wir uns ernsthaft entscheiden, jemals was wir von diesem Buch nehmen wollen. Warum? Ja, weil das Buch nur einmal nutzbar ist und diese vier Verzauberungen für vier verschiedene Arten ist. Hohoho, vier Arten Verzauberung. Oh ja. So, 18 Steak, Crafting Table habe ich auch mit. Okay, ich bin mal gerade in die Mine. Ich meine, du könntest, wenn du Lust und Laune hast, könntest du ja mal ein bisschen gucken, ob du irgendwo Schweine findest für eine Schweinefarm. Und na gut, ich dachte, ich laufe dir hinterher, aber ist okay. Ach so. Ja, nee, wenn du mit willst, dann komm mit. Nee, also. Jetzt gucke ich jetzt. Oh, da ist eine Hexe. Eine Witch. Die Witch-Bitch. Was hat sie gedruckt? Die hat doch ernsthaft nur Sugar gedroppt. Nee, dann, wie gesagt, komm ruhig mit. Nee, ich suche jetzt ruhig schon nach Schweinschieß. Wir müssen jetzt. Schweinschieß? Ich weiß noch gar nicht mal, wo wir das. Wo packen wir denn das Schweinefeld hin? In den Schweinestall. Ich hätte ja wirklich mal Lust, irgendwas Mittelalterliches zu bauen. Also so ein größeres Gebäude zu bauen, wo wir. Hä? Achso. Wo wir dann hinziehen. Du hast echt komische Ideen. Warum? Weil darum zieht. Ich will die normalen Oaks. Oh, wir haben echt viel Oak. Wow. Ich geh mal Oak farmen. Nö, das ist. Ich persönlich will halt einfach nur ein bisschen mal so schöner bauen. Und das war ja jetzt eigentlich mehr oder minder so eine improvisierte Hütte. Oder? Sehe ich das falsch? Die wir jetzt doch ein bisschen mehr ausgebaut haben. Oh, Alter, warum bin ich denn jetzt so müde? Willst du schlafen gehen? Ja, super, genau. Wir beenden die Aufnahmen nach einer halben Stunde oder was? Ist klar. Natürlich. Müdigkeit geht vor. Ah, okay. Hier habe ich also meine Kobbel-Vorräte gelassen. Ich bin doch gerade ernsthaft durch einen Setzling zusammengeschossen, weil ich dachte, da ständ wer. Ach, Poetry, Steven. Was wollte ich gerade nochmal gesagt haben?
Du, keine Ahnung. Ach so, genau. Nein, das ist ja, es ist improvisiert, aber wir wollen ja auch eigentlich gerne im Zuge eines Megaprojektes so ein richtig schönes Haus bauen. Irgendwann mal. Ernsthaft? Ich will Zäune craften und was crafte ich? Fünf Zauntore. Ja, das Rezept ist tricky. Bei FDB gehen ja noch die alten Zäune, also 6 Sticks und das war's. Mittlerweile haben sie es ja in 1.8 so umgeändert, dass du 2 Sticks in der Mitte und außen die... ja, ich weiß. Die Materialien, woraus du das haben willst. Aber das ist ungewohnt und ich crafte dann einfach mal im zweiten einfach mal 5 Zauntüren. Weil, weißt du, du überlegst dir so, wie war jetzt das Rezept und dann denkst du dir so, vielleicht so. Und anstatt, dass du da mal drauf guckst, was da steht, nein, vercraften wir es einfach mal so. Okay, warum haben wir dann ein Crafting Table mitten in die Wand reingeschmissen? Nein, das ist es ist ein bisschen tricky geworden, Minecraft, muss man wirklich jetzt mittlerweile so sagen. Deswegen habe ich auf dem Handy mittlerweile auch mir die Wiki aufgeschlagen und Datenwerte, Brauerei und so weiter mir da aufgemacht. Auch bei den Brauereien, blicke ich bis heute noch nicht so durch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Brauerei ist eigentlich recht einfach. Brauerei musst du halt nur wissen, wie du das mit den Tränken machst, wie die Dinger zusammenhängen. Das ist eigentlich recht einfach, wenn du so ein bisschen. Ja, wenn man dann halt gut durchblickt, natürlich. Aber ich bin halt ich. Ich meine, da finde ich ganz ehrlich gesagt die Bienenzucht in FTB definitiv schreckender. Ich finde es übrigens amüsant. In einem Punkt bist du voll Fan von TerraFirmaCraft. Und jetzt, wo hatte ich die Fackeln vorhin her, die ich auf einmal im Inventar wieder hatte? Keine Ahnung. Tricky, tricky, tricky. Und dann auf einmal bist du jetzt so voll Fan von... genau. Feed the Beast. Du wechselst deine Launen, Mignon. Du wechselst deine Launen. Naja, was heißt, ich bin Fan von FDB. Ich sag mal so, es ist ein cooler Mod. Terra Firma Craft ist auch ein cooler Mod. Du, Feed the Beast hatten wir schon mal gehabt. Staffel 3, erinnere dich. Ja, aber so... Die einzigen beiden, die da irgendwie durchgeblickt haben, waren ja mehr oder minder nur Chris und Elia. Denk an die tollen Selbstgesprächsszenen von Chris und Elia. Ja, die hatten kaum irgendwie eine Chance mitzureden damals. Die sind genau, irgendwann nur noch selber irgendwo hingegangen. Genau, und mittlerweile ist es ja so... Mittlerweile redest nur noch du davon und ich habe keinen Plan worüber. Ich hab dir gesagt, wir können, wenn du willst, FTB auch mit aufnehmen. Also, mir ist das Humpe. Meine Fans sagen nein. Unleashed hat nämlich über zu viele Mods. Wie viele Dias brauchst du nochmal für ein VZ-Table? Insgesamt 2, einen haben wir. Okay, dann haben wir jetzt insgesamt 9. Nice. Was ist denn da für ein Wie scheiße ist der Baum denn gewachsen? What the heck? Okay, wir haben einen Baum und das wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4 Bäume, die zusammengewachsen sind. Und zwar diese Schwarzeichen da, weißt du? Warum pflanzt du die auch so bescheuert? Weil darum. So, was wollte ich jetzt machen? Genau.
Oh mein Gott, Eistee treibt. Ich glaube, ich muss gleich mal kurz das stille Örtchen aufsuchen. So, irgendwo in unserer Nähe hatten wir doch Schweinchen, ne? Haus rausgehen, raus rechts rum auf der Ebene müssten Schweine sein. Ich hab sie nie getötet, also müssten wir sie ja noch haben. Ja, da müssten auch rein in der Theorie Schafe noch rumrennen. Schwein Nummer 1 habe ich gefunden. Weißt du, was übrigens sehr krass ist? Nee, aber das müssen wir jetzt bestimmt sagen. Ich weiß, ich nerv jetzt mittlerweile mit dem Thema FTB. Ich will jetzt echt nicht meckern. Ich will auch nicht motzen. Ich will auch ganz ehrlich gesagt nicht irgendwie, dass das jetzt blöd rüberkommt. In Feed the Beast haben wir 8,5 Stacks Iron Ore. Okay, Steven hat sie... Oh. Nein, ich versuche gerade hier mich um das Schwein kurz zu kümmern, deswegen... weil ein Schwein habe ich schon mal. So, das heißt, wenn jemand FTB spielt oder gespielt hat, kennt er ja die Geschichte, wir jagen das Zeug durch den Meserator und bekommen dadurch durch ein Iron Ore 2 Iron Dust raus, also 2 Bahnen. Jetzt ist es nachts. Also heißt, wir haben insgesamt 19 Iron, also 19 Stacks Iron Bahn. Ich finde das langsam aber sicher krank, was man mit den Quarry machen kann. Feed the Beast ist ein bisschen sehr krass im Bereich Erze. Das stimmt schon. Aber wir haben da alles. Während Nacht ist nach einem zweiten Schwein suchen. Wir haben Geothermalkraftwerk, wir haben sogar Biodiesel. Wieso müssen die Schweine hier unten sein? Naja, egal, kommen wir mal wieder von FDB runter zu anderen Sachen. Wieso muss jetzt Nacht sein? Weil die Nacht es kann. Ja, aber ich hab ein Schwein bei mir und ist ein Viecher gespawnt. Ich hab vorhin schon ein... Hattest du gestern jetzt eigentlich die Folge Source Park geguckt? Nee, ich hatte doch gestern mit Dingens gezockt, weißt du nicht mehr? Ja, hast du gesagt, aber ich dachte vielleicht, ihr wärt fertig geworden. Nee. Ich meine, die Folge hatte einen sehr tollen Namen. Gluten-Ebola. Ich habe ein Problem genau jetzt, weil da, wo ich jetzt hin muss, existiert ein Skelett, 2 Endermen, zwei Creeper, ein Zombie. Ich könnte jetzt für alle WoW-Fans und WoW-Fanatiker, WoW-Fans, WoW-Fanatiker, ja... ist ein und dasselbe, Basti. Erst denken, dann reden. Wo ist denn jetzt der Ausgang hier von dem Tunnel? Miep? Cool. Ich habe mich in meinem eigenen Tunnel... Ich habe mich in den Tunnel, den ich gegraben hatte, verlaufen. Ich bin jetzt mal einfach mal dreist. Ich will dieses verschissene Schwein hier bei uns haben. Wut. Ich hab ein Schwein. Nein, also ich würd's nicht gesund hier rüber kriegen, deswegen. Also für alle WoW-Fanatiker, die sich mit WoW auskennen und WoW-Videos auch ein bisschen kennen, ich würde ja jetzt ganz blöd sagen, mach es wie Jenkins. Zieh deine Rüstung an, nimm dir dein Schwert, während jemand das erklärt, wie du das Ding zähmen hast. Geh einfach los und schrei Leroy! Und metze alles nieder. Ja. Ist so, hat der Typ gemacht. Die waren, wo war's? Ich glaube UWS, untere Under Blackrock Deep. Also untere Schwarzfelstiefe und
standen da vor dem Raum mit den ganz vielen Drachen. Ja, und der hat so erklärt, ja, wir müssen das machen, weil das waren alles 60er, das heißt zu der Zeit eine harte Instanz in dem Sinne. Zu der damaligen Zeit noch. Genau, gleiche Level und so. Und ja, auf jeden Fall, der ist hingegangen. Der Typ, also der Tank und Boss-Erklärer.